So, jetzt muss ich vorsichtig gucken hier. Ich bin leicht paranoid gerade. Weil... Ha! Da habe ich es schon gesehen, ey. Ohne Witz. Habt ihr es gesehen, wie er auf mich zugesprungen ist? Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved. Es ist Chaos ausgebrochen in der Base. Es standen irgendwie ein, zwei Tiere auf aggressiv, wahrscheinlich weil ich irgendwann mal den Aggressiv-Button gedrückt habe, aus irgendeinem Grund. Und es ist nur ein einziger Petri hier in die Base geflogen, es ist alles ausgerastet, weil die Tiere, die auf neutral standen, mit draufgegangen sind sozusagen auf den Petri. Und ja, jetzt stehen sie alle kreuz und quer hier, selbst im Bärenhaus ist Unordnung ausgebrochen. Ja, die haben sich hier total verstreut, ich habe die jetzt hier wieder halbwegs geordnet hingestellt, aber das ist wirklich, selbst Meng Meng ist ausgerastet, das ist alles eskaliert. Ja, Meng Meng stand auch auf aggressiv, das war sehr lustig. Auf jeden Fall, ja, jetzt habe ich das hier erstmal wieder eingerenkt, das war ein bisschen Arbeit. Der Bronto hier, der hängt irgendwie an den Schlangen fest, die kriege ich da jetzt nicht weg. Der steht da jetzt irgendwie auch ein bisschen im Weg, der nimmt nämlich das ganze Licht weg, wenn hier die Sonne aufs Bärenhaus scheint. Was will ich heute machen? Ich möchte heute einen Thylakoleo zähmen. Vorher muss ich allerdings noch Kibbel machen, denn ich habe mit Freude festgestellt, dass der Thylakoleo genau wie die Gigantopithecinen auch Kibbel von Titanboa frisst. Das heißt, wir können das jetzt machen. Ich nehme jetzt einfach mal hier ein paar Mecho-Berries ins Inventor und dann dieses gekochte Prime-Meat. Und genau, Moment, ich brauche auch noch Longgrass. Dann nehmen wir mal das hier, das ist nämlich schon am Vergammeln. Jetzt bin ich überladen. Verdammt, kann ich echt so wenig nur ins Inventar nehmen? Das gibt's doch gar nicht. Aber ich bin ja noch überladen von der ganzen Muni, die ich noch dabei habe. So, das packen wir jetzt mal alles hier rein. Genau, und dann sage ich mal Light Fire. Das lassen wir jetzt mal kurz durchbrutzeln. Ich muss nämlich auch nochmal gucken, ob ich noch Narcotics habe oder noch Narcotics machen kann. Ja, ich habe natürlich noch welche. Es war doch klar, dass ich noch was habe. Huch, Moment, nicht gegen die Türen laufen. So, jetzt schnappen wir uns mal gleich das Kibbel, was hier gleich rauskommt. Ich hoffe, da kommt Kibbel raus. Wasser ist noch genug drin. Die anderen Zutaten sind auch am Start. Also es müsste eigentlich gleich Kibbel rauskommen. Jawohl, da ist es. Kibbel aus Titanboa-Eiern. Da können wir jetzt drei Stück machen. Na. Ich kann nochmal gucken. Vielleicht haben die Schlangen ja noch ein Ei gelegt. Und durch das Chaos ist das vielleicht jetzt so ein bisschen abhanden gekommen. Muss mal schauen. Hier haben die Schlangen vorher gestanden. Es sieht nicht so aus. Wäre jetzt natürlich doof, wenn das Ei genau unterm Fuß vom Bronto liegen würde. Also nicht etwa, weil es dann zerquetscht wird, sondern weil ich es dann einfach nicht sehen würde. Ich muss die Schlangen, glaube ich, mal wegziehen hier, sonst ist das irgendwie doof. Dem Bronto natürlich nicht. Ja, natürlich folgt mir der Bronto jetzt auch. Ich brauche doch nur die Schlangen. Mensch. So, die müssen mal hier weg. Die müssen wir mal trennen von dem Bronto, damit der Bronto sich auch wieder bewegen kann. Sonst ist das nervig. Ich muss den nämlich auch mal hier rausziehen dann. Ja, wie die Schlange auch am Bronto hängt, ey. Oh, diese Hitboxen. Also diese Hitboxen sind nach wie vor immer noch sehr ätzend, wenn ich das mal sagen darf. Komm her jetzt, Schlange. Komm. Beweg dich. Stängel dich raus. Los. Du schaffst es. Komm. Ja. Nice. So, Gott sei Dank. Müsste ich den Bronto da eigentlich auch wegkriegen. Das mache ich jetzt aber nicht. Denn jetzt müssten schon die Kibbel fertig sein eigentlich. Und die nehme ich jetzt schon mal raus. So. Genau, drei Stück. Den Rest hier von dem Zeug, den packen wir wieder in den Kühlschrank. So, put out fire. Ganz wichtig hier, dass wir das so machen. Flup, flup, flup. Genau, die Kibbel nehmen wir mit. Alles andere ist repariert, was ich noch brauche. Rüstung ist auch wieder am Start. Habe ich die auch angezogen? Ja, alles gut. So, wir machen das jetzt aber nicht zu Fuß, denn die Thylakoleos befinden sich ja ein bisschen weiter oder beziehungsweise tiefer im Redwood drin. Aber wartet mal, wir nehmen mal die Eisweibern, die benutzen wir mal so selten. Da habe ich auch schon Wünsche bekommen, dass ich häufiger die Eisweibern benutzen soll, deswegen machen wir das jetzt auch mal. Ey, Moment mal, was ist denn das jetzt? Ich dachte gerade, die Schlange hat Blümchen gelegt. So komisch, wie das hier aussah. Interessant. So,
Finger weg hier mit der Wyvern. Ich brauche, glaube ich, ein bisschen Stamina noch bei der Eiswyvern. Mal gucken. Ja. Ja, Stamina kann ja generell immer nicht schaden, ne? Wir wissen das ja. So, jetzt müssen wir erstmal Thylacoleus finden. Da müssen wir ja ein bisschen tiefer in Threadwood uns bewegen. Damit das nicht so lange dauert, habe ich mir gedacht, mache ich das jetzt mal nicht zu Fuß, sondern ich benutze jetzt die Wyvern. Und ich werde auch den Thylacoleo, wenn ich denn dann einen gefunden habe, mit der Wyvern grappen und hier rüber ins, ja, ins Highlands-Biom fliegen, damit das nicht so ein weiter Weg ist, damit man nicht ständig so weit hin und her laufen müssen. Das ist sonst nämlich ganz schön ätzend. Ich habe nämlich auch noch einen Eskenden Thylacoleo-Sattel, das muss ich auch nochmal kurz erwähnen. Also beziehungsweise einen Blueprint für einen solchen. Und das heißt, wir können einen richtig geilen Sattel für einen hoffentlich richtig geilen Thylacoleo craften. Und ja, das ist eigentlich gar nicht schlecht, oder? Also mir wurde ja auch gesagt, die sind viel besser als die Bären, weil die angeblich viel mehr Schaden machen würden und dann auch noch klettern können und viel schneller sind. Und ja, das sollen ja eigentlich besseren Tiere sein. Aber wenn wir mal alle ehrlich sind, dann geht nichts über Bären, das ist mal klar. So, jetzt müssen wir mal die Augen offen halten. Natürlich hängen die wieder so an den Bäumen rum, die kleinen Schweinchen. Geh mal in die Ego. Da sehe ich immer ein bisschen mehr. Oh, ich muss landen. Was ist denn das da? Das ist ein Kano, der Terrorbirds jagt. Sieht man auch nicht alle Tage. Lande mal hier oben. Genau, lande mal hier schön oben drauf. Komm. Oh, ein Alpha-Kano. Ach ja, stimmt. Der war ja hier auch noch. Ich erinnere mich. Ist aber eigentlich gar nicht so gut. Oder? Also ich glaube, es ist gar nicht so gut. Warte mal, ich muss mal aus der Wyvern, muss ich mal ein bisschen was rausschmeißen. Zu viel Zeug-Intus. Ich wurde jetzt auch gefragt, was denn der beste Platz ist, um auf Ragnarok Eiswyvern zu finden. Da muss man jetzt tatsächlich ins Murder-Snow-Biom fliegen. Also die Stelle, wo ich meine Eiswyvern gefunden habe, mein Ei, das ist nicht mehr aktuell. Die spawnen da wohl nicht mehr. Man muss da jetzt richtig in den Murder-Snow, wo es richtig tödlich kalt ist, reinfliegen. Sonst findet man die nicht. So, wo bin ich denn letztens vom Griffin gegrabt worden. Wo war denn das nochmal? Das war irgendwo hier hinten, glaube ich. Ich kann diese Thylacoleos auch immer so schlecht erkennen. Ohne Witz, das ist immer so. Man sieht die immer so spät erst, finde ich. Manchmal plöpsen die auch so rein. Obwohl man schon sehr nah dran ist, plöpsen sie dann so auf am Baum. Oder sie grabben einen direkt. Ohne dass man sie sieht. Klein Schweinchen. So, jetzt muss ich vorsichtig gucken hier. Ich bin leicht paranoid gerade. Weil... Ha! Da habe ich es schon gesehen, ey. Ohne Witz. Habt ihr es gesehen, wie er auf mich zugesprungen ist? So, jetzt ist natürlich erstmal die Frage, was hat er für ein Level? Da müssen wir erstmal nachgucken. Jetzt muss ich mich mal mit der Wyvern kurz ausrichten. Ich kann ja wieder nicht nach hinten gucken. Muss ich mal kurz einen Bogen drehen hier. Wo ist er jetzt? Der Thylacoleo. Ist hinter mir, oder? Aua. Ich habe nichts gemacht. Was soll das? Warum greifst du mich an, kleines Schweinchen, du? So, jetzt müssen wir mal gucken. Oh Gott, der hat, glaube ich, Level 150. Habe ich das richtig gesehen? Moment mal. Oh Gott. Da ist er. Der hat den Level... Nee, 50. Schade, ich habe wieder meine 1 zu viel gesehen. 50 ist natürlich nicht so toll. Also für Ragnarok-Verhältnisse, da fehlen ja noch 100 Level zum Maximallevel, das bringt's ja gar nicht. Habe ich ja gerade Schwein gehabt, oder? Dass er mich nicht runtergegrabt hat, das war richtig knapp. Okay, na gut, dann müssen wir mal weitersuchen kurz. Immer schön die Bäume im Auge behalten. Manchmal zeichnen die sich so gegen den Horizont ab, wenn so ein Baum so alleine steht und Himmel dahinter ist, dann zeichnen die sich eigentlich recht gut ab. Die Silhouetten von den Thylacoleos am Baum. Aber wiederum, wenn so ein Redwood zwischen anderen Redwoods steht und durch das Laub von den anderen Redwoods verdeckt wird, dann sieht man die Thylacoleos. Mann, warum habe ich heute so ein Problem mit diesem Wort? Thylacoleos? Dann sieht man die nämlich überhaupt nicht, die kleinen Schweinchen. Ja, dann verstecken sie sich richtig gut. Und manchmal hängen sie auch ein bisschen weiter oben am Baum, da sieht man sie auch nicht so gut. Man muss wirklich echt die Augen offen halten. Ich meine, wo ich hier die Spawnraten hochgedreht habe, haben ja irgendwie 3 Thylacoleos an einem Baum sogar gehangen. Das war sehr lustig. Aber jetzt habe ich irgendwie gerade ein Problem. Jetzt finde ich wieder kaum welche. Ich glaube, ich muss auch mal wieder hier auf Ragnarok Destroy Wild Dinos machen. Auf Servern wird das ja jetzt, wie gesagt, wie ich schon in den letzten Folgen erklärt habe, automatisch gemacht.
Und im Singleplayer passiert das ja nicht automatisch. Da muss man das ja schon noch manuell durchführen, dieses Destroy White Dinos. Und das ist natürlich immer ein bisschen doof, ne? Weil ich schätze mal, irgendwann sind halt alle Thylakoleos vom Baum gesprungen. Und wenn man dann nicht irgendwie die Hälfte der Tiere, die da drum rumlaufen, tötet, dann können natürlich keine neuen Thylakoleos spawnen. Insofern vermute ich mal, sind die Thylakoleos auch so ein bisschen Leidtragende von dieser komischen Spawn-Mechanik. Aber wie gesagt, ich spekuliere da auch ein bisschen. Wo war denn das nur? Wo bin ich denn da ständig runtergegrabt worden? Das war doch diese eine, diese wassergefüllte Schlucht war das doch, oder nicht? Da, wo ich versucht habe, den Affen zu zähmen. Wo war denn das? Da bin ich doch, da habe ich doch richtig viele gehabt auf einen Haufen. Da haben die mich doch direkt überwältigt auch. Wo war denn das? War das hier hinten? Das war hier hinten, glaube ich. Hier hinten drin. Muss nochmal zwischenlanden, nochmal Stamina regenerieren. Habe ich jetzt eigentlich die Kibbel mitgenommen? Ja. Das wäre es jetzt ja gewesen, ey. Voll der Knaller. Meine gut, wenn wir jetzt keinen High-Level-Thylakoleo finden, können wir natürlich auch den 50er da nehmen. Da ist noch einer. Da hängt einer am Baum. Ich habe ihn gesehen. So, Moment. Nein! Irgendwas. Ich hoffe, meine Weihwarm wurde jetzt nur mit Fleisch beklaut. Ja, ich glaube, so ein kleines mistiges Scheißvieh hat mich wieder beklaut. Es gibt's einfach nicht. Ich hasse sie so wahnsinnig, diese kleinen Diebe. Oh, Female 85. Das ist schon besser, aber ist immer noch nicht optimal. Das geht noch besser, da geht noch mehr. Aber wir müssen, wie gesagt, hier sehr vorsichtig sein, wenn wir uns hier... Da ist noch einer. Aufpassen, dass er jetzt mich nicht anspringt, wenn ich... Level 90, siehst du mal. Wir nähern uns langsam. Sag euch, wenn ich hier noch eine Stunde rumf... Wow. Wow! Hahaha. Oh, das sind ja zwei. Hä? Wo kommt denn der zweite jetzt auf einmal her? Den habe ich ja überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Ich wüsste nur gerne... welchen Level die jetzt haben. Oh, dieses Geflatter. Da werde ich ja scheckisch hier. Moment. Müssen wir mal kurz ausrichten, dass ich mal durchs Fernglas gucken kann. Ich lande hier einfach mal jetzt. Wie, ich werde jetzt runtergegrabt. Lol, wie sie auf dem Petri losgehen. Wie die Petris alle versuchen zu fliehen, aber alle in die Wand reinfliegen. Ist auch geil. Ja, toll. Versteckt euch hinterm Stein, genau. Ist ja nicht so, dass ich wissen möchte, welchen Level ihr habt. Level 90 und 25, okay. Also 25 ist ja überhaupt nicht so toll. Ihr merkt schon, die erste Folge wird wahrscheinlich erstmal eine Spotting-Folge sein. Ich möchte mir hier den besten Thylakoleo raussuchen, den man bekommen kann. Und das dauert natürlich ein bisschen, bis man einen gefunden hat. Bis man einen richtigen High-Level gefunden hat. Oh, da hängt noch einer am Baum. Moment. Wie gesagt, manchmal sieht man die Silhouette sehr gut. Manchmal hat man Pech und sieht sie überhaupt nicht. Mal schnell gucken. 25. Nee, ist uninteressant. Kann ich den nicht sogar eigentlich mit meinem Eisatem vereisen? Soweit reicht der Eisatem gar nicht. Schade. Okay, egal. Dann hauen wir mal... Oh, 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 das war knapp. Irgendwann klappt das noch. Dann kriegen sie mich. Da grappen sie mich dann runter. Ich sag's euch. So, jetzt muss ich mal gucken, ob hier noch welche sind am Baum. Mal kurz landen. Oh, hier ist ein Affe. Welcher Level? 20. Und Rodons sind hier auch. Und eine Schnecke. Ich flieg mal weiter. Schnecken zähmen könnten wir auch mal wieder. So. Thylakoleo. Wo sind sie? Wo sind sie? Ich brauche noch welche. Ansonsten nehmen wir halt den Level 90er wieder. Ich meine, der ist ja... Level 90 ist ja eigentlich auch gut. Sitzt... nicht wirklich Ragnarok-mäßig gut, aber ist trotzdem noch gut. Ist okay. Hängt da einer? Nee, das war ein Schatten. Dachte, da links oben hätte einer gehangen. Das ist aber auch echt... Da! Stopp! Oh. Ist er schon gesprungen? Nee. Hängt er da noch? Nee, ich glaube...
Ich glaube, ich habe ihn dazu verleitet zu springen, oder? Ist der da unten? 135, das ist der Auserwählte, ohne Spaß. Das ist er. Hab ich ihn? Ja, natürlich nicht. Geh weg. Nein, blöder Diplo, geh weg. Ich brauch den Tylakoleo. Nein! Scheiße. Okay, Moment. Ich muss es anders machen. Ich muss vor dem Landen ihn auf mich zulaufen lassen. Und dann ihn grabben. Sonst krieg ich das nicht hin. Wenn ich nur mit anfliegen, das wird nichts. Hör doch auf, die Petris zu jagen. Jag doch eher mich. Ich bin viel leckerer. Okay, jetzt probier's mal. Ha! Geschnappt habe ich ihn mir. Ich hoffe, es ist auch der richtige jetzt. Nicht, dass ich ihn hier einen falschen gegrabt habe jetzt. Nicht, dass die zwischendurch hier Bäumchen wechsel dich mit so einem 20er gemacht haben. Das wäre nicht gut. Warte mal, wo ist denn... Da muss ich hin. Da hinten ist der Obelisk. Da muss ich hinfliegen. Hoffentlich reicht jetzt die Stamina, um durchzufliegen. Ich habe jetzt keine Lust, dass ich den Tylakoleo abwerfe und dann steht da irgendwie ein Alpha-Kano oder irgendwas und schnetzelt den weg. Das wäre nicht so gut. Oder ein Giga. Oder ein Allosaurus-Rudel. Wo zähmen wir den jetzt eigentlich? Wie machen wir das eigentlich? Ich will den ja schon auch wieder so ein bisschen zu Fuß zähmen. Ich frage mich gerade, wo und wie ich das am besten mache. Weil 135, da braucht er, glaube ich, schon so 50 Pfeile, bis der liegt. Bei dem Level. Ich glaube sogar schon 60. Da braucht er schon einige Pfeile. Also da muss man schon ein bisschen was investieren, auf jeden Fall. Ich könnte ihn natürlich da in der Schlucht auch abwerfen, wo ich die Alus gezähmt habe. Zumindest fürs Erste. Oder wo ich den einen Alu gezähmt habe. Die anderen habe ich ja noch nicht gezähmt. Höhö. Da könnte man ihn abwerfen. Das mache ich, glaube ich, auch. Genau das werde ich tun. Genau das mache ich jetzt. Ich werde ihn hier abwerfen. In der Schlucht. Muss nur gucken, dass da nicht die Alus gerade schon am Start sind. Das wäre ein bisschen schlecht. Wo sind die Alus? Die sind, glaube ich, auf der anderen Seite der Brücke. Das müsste, wenn ich ihn hier abwerfe, müsste es eigentlich gehen. Da kriegt er auch keine Akro auf irgendwas. Huch, das wollte ich gar nicht jetzt. Schnell nochmal landen. Ich meine, hier kriegt er auch keine Akro. Hier sind ja keine Viecher in der Schlucht. Da ist es eigentlich gar nicht schlecht. Gar nicht so verkehrt. Wenn er da unten kurz wartet. So, da kann ich jetzt an sich eigentlich auch die Wyvern hier erstmal stehen lassen. Was für eine Akro hat die eigentlich? Behavior. Attack your target. Machen wir es mal auf passiv. Machen wir es mal auf passiv. Nicht, dass er jetzt ausrastet, wenn ich auf den schieße oder so. Das wollen wir ja nicht. Ach, das ist der Schwanz von der Wyvern. Ich dachte gerade, was bammelt mir denn da im Gesicht rum? Guck mal, ein Tylakoleo. Oh nein, er läuft da hinter den Stein, oder? Geht das noch? Ja, das ist wieder so ein kleines Ziel. Warte mal, der kann ja hier hochklettern, oder? Kann der oder kann er nicht, ist die Frage. Der verliert halt auch übelst schnell die Torpor. Wenn man da nicht schnell hintereinander die Pfeile reinknallt. Also, so wie ich das hier gerade mache, sollte man das nicht machen, so oft daneben schießen. Dann hat man nämlich ein Problem, dass der Tylakoleo dann nämlich die Torpor schon wieder verliert. Das ist so ein bisschen wie beim Cats. Die haben so ein bisschen so den Torpor-Verlust vom Cats. Schön, dass er dann auch noch so erratisch da über die Steine hüpft, dass man das auch überhaupt nicht richtig, umsetzen kann. Oh Gott. Da zeigt er mir aber seine Zähnchen. Schöne Zähne hast du. So schöne Zähne. So schön geputzte Zähnchen. So, ja, genau. Lauf in die andere Richtung. Und jetzt treffe ich natürlich wieder nicht. Warum auch? Jetzt hör auf, dich im Kreis zu drehen. Ohne Witz, das ist das Nervigste vom Nervigsten. Und warum treffe ich da? Warum habe ich da jetzt wieder nicht getroffen? It's so strange. So strange. Das war gut, dass ich da getroffen habe. Ja, aber... Da! Das ist gut, wenn er immer hier so ein bisschen hochgelaufen kommt, finde ich. Ich werde auch wahrscheinlich, wenn er dann wegläuft, also wenn er dann safe wegläuft von mir, weil er so viel Torpor hat, werde ich dann einfach hinter ihm herlaufen und werde mich dann einfach irgendwann grabben lassen, damit ich ihm dann die letzten paar Pfeile noch reinjagen kann. Ist es jetzt schon soweit? Nee, ich wollte gerade sagen.
Ey, da habe ich doch jetzt. Wieso? Manchmal ist das echt komisch. Manchmal sieht das so aus, als wenn man treffen müsste und man trifft dann doch nicht. Das ist komisch manchmal. Ohne Witz, manchmal ist das Aiming in dem Spiel ist manchmal echt seltsam. Meine so einen ballistischen Flug haben die Pfeile jetzt ja auch nicht. Habe ich jetzt auch das Gefühl, hätte ich eigentlich treffen müssen. Jetzt habe ich getroffen. Ich muss echt ein bisschen vorhalten. Oh Gott. Mach bloß keinen Quatsch jetzt hier. Du Tier. Wie viele habe ich jetzt schon getroffen? Ich weiß es gar nicht. Wie viele hatte ich eigentlich? Wie viele Pfeile? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ha, in dem Po. In dem Po ist ganz wichtig. Ja, das verstehe ich auch nicht. Da hätte ich doch auch gerade treffen müssen, oder nicht? Auch da hätte ich doch jetzt treffen müssen. So weit vorgehalten. Da hätte doch reinlaufen müssen in den Schuss. Oder habe ich da wieder eine Idee zu weit vorgehalten? Ey, manchmal... Leute, das sieht auch aus wie so ein Stubentiger gerade, oder? Was er da macht? Sehr schön. Komm schon, du musst schlafen. Du musst endlich einschlafen. Hä, was macht er denn da jetzt? Schläft er schon? Nee, ich wollte gerade sagen, hä? Was macht er denn da? Auch das war gerade komisch, dass ich da nicht getroffen habe. Er hat so ein bisschen Probleme mit Steinen auf jeden Fall. Läuft er jetzt weg? Ich glaube, jetzt läuft er wirklich weg. Okay, dann machen wir doch jetzt mal Folgendes. Ich renne jetzt mal auf ihn zu. Und versuche ihn von vorne zu erwischen. Und ich würde mal sagen, an der Stelle ist jetzt auch erstmal wieder die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Ark Survive the Wolf von der Map Ragnarok. Und dann versuche ich diesen Thylakoleo endgültig zu betäuben. Bis zur nächsten Folge Ark Survive the Wolf. Bis dann, ciao, ciao.